Guten Mittag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und möchte direkt schon darauf aufmerksam machen, dass wir heute um 14.15 Uhr einen Anschlusstermin haben und zeitlich also etwas begrenzt sind. Ansonsten ist Mittwoch und da starten wir ja immer mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Hebestreit, bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Welti, und auch herzlich willkommen von mir. Und ich beginne mit dem Bericht aus dem Kabinett und beginne mit damit Tagesordnungspunkt 2. Der völkerrechtswidrige russische Angriff auf die Ukraine markiert in vielerlei Hinsicht eine Zeitenwende. Insgesamt hat Deutschland die wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges bislang ganz gut bewältigt. Das zeigt auch der Jahreswirtschaftsbericht 2023, den das Kabinett heute behandelt hat. Die deutsche Wirtschaft behauptet sich trotz Energiekrise und Lieferkettenprobleme. Für 2023 erwarten wir eine leichte Zunahme des Bruttoinlandsproduktes um 0,2%. Die Ausgangslage zum Jahresbeginn ist somit besser als das, was wir noch im Herbst befürchtet hatten. Allerdings bestehen weiterhin große Unsicherheiten aufgrund des Krieges in der Ukraine, der schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung und auch der bekanntermaßen hohen Energiepreise. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz wird nachher, ich glaube um 14.15 Uhr, wenn ich das jetzt richtig geschlossen habe, hier den Jahresbericht vorstellen. Trotzdem möchte ich kurz drei Punkte daraus erwähnen und dann gibt es umfangreich und umfänglich durch den Wirtschaftsminister nachher das Briefing. Die Bundesregierung hat umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um die Energieversorgung zu sichern und die ausfallenden Energieimporte kurzfristig zu ersetzen und auf besser verfügbare Brennstoffe umzustellen. Gleichzeitig beschleunigen wir die Energiewende und den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv, etwa indem wir das Energierecht in einem beispiellosen Tempo weiterentwickeln. Schließlich setzen wir uns verstärkt für Energieeinsparung ein und auf Energieeffizienz. Parallel dazu haben wir drei Entlastungspakete im Umfang von mehr als 95 Milliarden Euro sowie die Maßnahmen des wirtschaftlichen Abwehrschirms im Umfang von bis zu 200 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, um Bürgerinnen und Bürger spürbar zu unterstützen, Unternehmen zu stabilisieren und zukunftsfähige Strukturen zu schützen. Die Bundesregierung nimmt mit ihrer Politik vor allem die Transformation unserer Wirtschaft in den Blick. Wir wollen ein innovationsfreundliches Umfeld mit Freiräumen für bestehende Unternehmen, Gründerinnen und Gründer schaffen. Wir brauchen Investitionen und Innovationen, um den Strukturwandel erfolgreich zu meistern. Die Bundesregierung hat heute außerdem das vom Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland vorgelegte Bundeskonzept zur Steigerung des Anteils von Ostdeutschen in Führungspositionen der Bundesverwaltung beschlossen. Mit dem Konzept setzt die Regierung die Vereinbarung des Koalitionsvertrages um sowie Handlungsempfehlungen der Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit. Die Bundesregierung verpflichtet sich, den Anteil Ostdeutscher in Führungspositionen in der Bundesverwaltung zu erhöhen. Erste Maßnahmen sind eine stärkere Sensibilisierung der Personalverantwortlichen, eine Verzahnung mit anderen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die auf mehr Vielfalt in der Bundesverwaltung ausgerichtet ist, wie zum Beispiel die Diversitätsstrategie, eine jährliche Datenerhebung der Führungskräfte auf Ebene des Bundes sowie eine Zwischenbilanz am Ende dieser Legislaturperiode, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu bewerten. Bereits in einer Konferenz der ostdeutschen Regierungschefinnen und Regierungschefs mit dem Bundeskanzler im Juni vergangenen Jahres haben Bund und ostdeutsche Länder eine enge Zusammenarbeit zur Steigerung der Repräsentation von Ostdeutschen in Spitzenpositionen beschlossen. Mit dem Konzept möchte die Bundesregierung eine Vorreiterrolle für andere gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche einnehmen. So, dann zu einem Punkt, über den wir schon eine Pressemitteilung herausgegeben haben, die Sie sicherlich alle gesehen haben. Ich trage sie Ihnen jetzt hier nicht vor, möchte aber doch noch einmal deutlich machen, dass der Bundeskanzler heute im Kabinett angekündigt hat, dass Deutschland die militärische Unterstützung für die Ukraine weiter verstärken wird. Und die Bundesregierung hat entschieden, den ukrainischen Streitkräften 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6 zur Verfügung zu stellen. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung, die wir mit Deutschlands engsten europäischen und internationalen Partnern geführt haben. Parallel zu dieser Veranstaltung beginnt gerade die Regierungsbefragung des Bundeskanzlers im Bundestag. Da wird das sicherlich auch eine Rolle spielen. Und ich weiß, dass der Verteidigungsminister in diesen Minuten seinen Auftritt vor dem Verteidigungsausschuss auch mit einem Pressestatement beendet. Insofern möchte ich diesen Äußerungen nicht weiter vorgreifen und darauf verweisen.
Und soll ich dann gleich noch, ich hätte zur Reise des Bundeskanzlers nach Südamerika noch was, dann machen wir das auch gleich mit. Ich hatte am vergangenen Freitag bereits angekündigt, dass wir eine Amerika-Reise vor uns haben. Jetzt sind ein paar weitere Details klar, die ich nennen kann. Nochmal zur Erinnerung, die Reise beginnt am kommenden Samstag und führt in die drei Staaten Lateinamerikas, Argentinien, Chile und Brasilien. Der Bundeskanzler wird zunächst nach Buenos Aires reisen und dort den argentinischen Staatspräsidenten Alberto Angel Fernandez zu einem Gespräch treffen. Es wird eine gemeinsame Pressekonferenz geben und ein Abendessen auf Einladung des Präsidenten gemeinsam mit Vertretern und Vertretern der deutschen und der argentinischen Wirtschaft. Darüber hinaus wird es weitere Termine geben, beispielsweise ein Townhall-Gespräch des Bundeskanzlers mit jungen Argentinierinnen und Argentiniern, ein Besuch der Gedenkstätte Parque de la Memoria zur Erinnerung an die argentinische Militärdiktatur und ein Besuch des Volkswagen-Fahrzeugwerkes Parchego. In Santiago de Chile wird Bundeskanzler Scholz dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, ab Sonntag den Präsidenten der Republik Chile, Gabriel Boric, zu einem Gespräch treffen. Eine Pressekonferenz ist ebenfalls vorgesehen und es wird auch ein Abendessen auf Einladung des Präsidenten geben. Der Bundeskanzler wird darüber hinaus das Museo de la Memoria y los Derechos Humanos besuchen. Ich entschuldige mich bei allen spanisch sprechenden Menschen für meinen schweren Akzent. Und am Montag, dem 30. Januar, wird der Kanzler am deutsch-chilenischen Wirtschaftsforum teilnehmen und dort eine Rede halten. Dann geht es weiter nach Brasilia, wo der Bundeskanzler den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zu einem Gespräch treffen wird. Auch dort wird es eine gemeinsame Pressekonferenz geben und ein Abendessen mit Vertreterinnen und Vertretern der deutschen und der brasilianischen Wirtschaft. Darüber hinaus wird der Bundeskanzler einen Nationalpark besuchen und dort ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern von NGOs und indigenen Gruppen zu den Themen Umweltschutz und Klimawandel führen. Weitere Informationen und den genauen Ablauf der Reise werden wir Ihnen am kommenden Freitag hier im Haus der Bundespressekonferenz um 12.45 Uhr im Rahmen des üblichen Briefings vorstellen. Soweit von mir. Vielen Dank. Und ich glaube, das Ministerium für Zusammenarbeit möchte ergänzen. Genau, ich würde gerne ganz kurz mich anschließen an die letzte Ankündigung von Herrn Hebestreit. Ministerin Schulze vom BMZ wird ebenfalls nach Brasilien reisen, vom 28. bis 30. Januar nach Sao Paulo und Brasilia. Gemeinsam mit dem Bundeskanzler dort auch Präsident Lula treffen und weitere brasilianische Regierungsvertreter und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft. Im Mittelpunkt wird dabei die weitere und künftige Priorisierung in unserer Zusammenarbeit stehen. Gibt es Fragen zur Südamerika-Reise? Herr Jessen. Ja, ich hätte gleich eine ans BMZ. Können Sie sagen, welche konkreten Maßnahmen seitens Ihres Hauses vorgeschlagen oder vorgelegt werden im Hinblick auf Schutz des Regenwaldes vor weiterer Abholzung? Also für uns ist in der Kooperation mit Brasilien ganz zentral der Umwelt- und Klimaschutz und dabei insbesondere der Waldschutz. Konkrete Maßnahmen, was künftige Prioritäten angeht, will ich hier nicht den Gesprächen vorgreifen. Aber ganz klar ist, es wird eins der zentralen Kooperationsfelder sein. Soziale Sicherung ist ein weiteres Thema, was sicher in den Gesprächen aufgenommen wird. Aber zu den konkreten Vorschlägen und dann auch Ergebnissen wird Ministerin Schulze und wir gerne im Anschluss an die Reise dann berichten. Ja, aber können Sie sagen, ob es konkrete Vorschläge geben wird? Sie müssen ja jetzt nicht sagen, welche. Wir werden sicherlich konkrete Aspekte schon mit einbringen in die Gespräche vor Ort und die mit den Partnern dann aufnehmen, um zu sehen, wie gemeinsam künftig die Prioritäten weiter ausgebaut werden können. Weitere Fragen? Herr Hebestreit, weil Sie das deutsch-brasilianische Abendessen angesprochen haben, wird denn der Kanzler von einer Wirtschaftsdelegation nach Südamerika begleitet? Ja, wie üblich wird der Bundeskanzler oder wie bei solchen Reisen üblich von einer 14-köpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Wir werden Ihnen wie üblich die Namen zur Verfügung stellen, wenn wir wissen, wer an Bord ist. Dank Corona und Ähnlichem sind immer Last-Minute-Änderungen zu erwarten. Aber wie Sie das von uns gewohnt sind, kriegen Sie die Namen übermittelt, sobald wir sie fest haben. Über die Namen freuen wir uns natürlich. Aber aus welchen Bereichen der Wirtschaft wird er begleitet?
Es sind sehr, also es sind verschiedene. Ich habe aber jetzt nicht, also es ist heißt alle Bereiche ab oder viele Bereiche abdecken ist in meiner Vorlage, aber da muss ich Sie auf Freitag vielleicht verweisen, wenn wir da genaueres aus den Branchen rausfinden können. Ich habe da jetzt keine klare Aufstellung zu. Wobei, wenn ich Sie da korrigieren darf, das Briefing beginnt um 14.30 Uhr. Ich bin untröstlich, dass dieser Fehler unterlaufen ist und werde erst um 14.30 Uhr hier sein und um 12.45 Uhr ein Mittagessen einlegen. Dann hatte sich Frau Lindner gemeldet. War das zum Kabinett? Anderes Thema. Dann Herr Blank, bitte. Ich bin ebenfalls untröstlich. Es könnte sein, dass ich was überhört habe. Herr Hebestreit, hat das Kabinett heute die Verordnung zum Ende der Corona-Maskenpflicht in den Bahnen zum 2.2. auch beschlossen? Ja, das hat sie. Das haben Sie nicht überhört. Das war in der Tagesordnungspunkt, die ohne Aussprache stattfindet. Und da wurde das beschlossen. Wenn Sie das genauer wissen wollen, gucke ich das auch. Da habe ich bestimmt noch einen klugen Zettel, der mir das so sagt, wie ich es auch sagen soll. Also es gibt, das Bundesarbeitsministerium hebt die Corona-Arbeitsschutzverordnung zum 2. Februar vorzeitig auf. Ursprünglich sollten die Maßnahmen gut 2 Monate länger, nämlich bis 7. April gelten. Das Kabinett hat sich heute mit der entsprechenden Aufhebungsverordnung befasst. Die Corona-Infektionslage in Deutschland hat sich erfreulicherweise, wie wir das alle feststellen, deutlich entspannt. Die Winterwelle ist ausgeblieben, die Infektionszahlen sind spürbar gesunken, die Infektionen verlaufen milder und die Prognosen sind günstiger. Daher sind verbindliche rechtliche Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes nicht mehr erforderlich. Zur Unterstützung der Arbeitgeber und Beschäftigten wird das Bundesarbeitsministerium unverbindliche Empfehlungen veröffentlichen. Sie können bei Bedarf auch zum Schutz vor anderen Infektionskrankheiten wie etwa der Grippe angewandt werden. Und gleichzeitig haben wir auch die Verordnung zur Aussetzung von Verpflichtungen nach § 28b Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Damit wird geregelt, dass ab 2. Februar keine Masken mehr in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs, also in Fernbussen und Zügen, getragen werden müssen. Auch hier ist die Begründung natürlich die sich abschwächende Pandemiewelle. Darf ich noch eine zweite Frage anschließen? Die würde sich aber mit den Leoparden beschäftigen. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen zu diesem Punkt gesehen, deswegen machen wir da weiter. Herr Hebestreit, Sie haben mitgeteilt, dass Herr Scholz, der Kanzler, im Kabinett angekündigt habe, diese 14 Leoparden zu liefern. Wo ist denn die Entscheidung gefallen? Gab es da vorher eine Sitzung im Bundessicherheitsrat? Der Bundessicherheitsrat ist ein Gremium, das geheim tagt und über so ähnlich wie der Fight Club, über den nicht berichtet werden darf. Insofern kann ich das nicht, aber die nötigen Bedingungen, die es braucht, um sowohl eine Exportgenehmigung von Panzern aus deutscher Herkunft, die anderen Ländern im Augenblick zustehen, zu entscheiden, als auch ein solcher Export oder Ausfuhr von Länderabgabe, ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, ist in den zuständigen Gremien zu treffen und wird das auch. Vielleicht ist es auch schon. Okay, also. Aber ich darf darüber nicht sprechen. Habe ich verstanden. Aber eine förmliche Entscheidung hat es schon gegeben oder nur die Ankündigung? Also zu Exportfragen, ich glaube, ich muss mich da zurückziehen. Ich darf das darüber keine Auskunft geben. Da gibt es geregelte Verfahren und da mache ich mich strafbar, wenn ich das jetzt hier machen dürfte. Aber Sie wissen ja, dass wir großen Wert auf ordentliche Verfahren legen und auch gelegt haben und auch in den vergangenen Tagen Entscheidungen, die Sie jetzt hier heute mitbekommen haben, sehr gründlich und ordentlich vorbereitet haben. Herr Bestreit, ich habe eine Frage zu Ihrer Pressemitteilung. Da steht der Satz, Deutschland wird in einem ersten Schritt eine Kompanie mit 14 Leopardpanzern zur Verfügung stellen, die aus Beständen der Bundeswehr stammen. Ich beziehe mich jetzt auf die Formulierung im ersten Schritt. Was heißt denn das für weitere Schritte? Das heißt, kommen da weitere Panzer dazu? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt, steht das nicht fest. Das war nur noch mal deutlich zu machen. Es gibt ja, wie ich das hier immer wieder sage, ein hochdynamisches Geschehen auf dem im Krieg in der Ukraine. Und da muss man die Lage immer wieder bewerten. Und insofern ist das jetzt erstmal eine Grundsatzentscheidung in dem Sinne, dass wir unseren Linien treu bleiben und aber diesen nächsten qualitativen Schritt gehen. Da haben wir uns ja hier auch unlängst mehrfach darüber ausführlich unterhalten. Und alle weiteren Entscheidungen, die sich dann womöglich irgendwann anschließen könnten, die müssen dann getroffen werden. Die sind aber hier nicht angelegt in dem Sinne. Aber es ist auch nicht, dass man sagt, es sind 14 Panzer und nie werden es mehr werden. Das muss man sehen. Es geht ja auch um Ersatzleistungen. Man muss auch sehen, wie es um die Bestände der Panzer geht. Es geht, wenn ich das richtig weiß, um 14 Panzer aus Bundeswehrbeständen.
Aber es sind ja auch noch andere Panzerlieferungen aus Industriebeständen vorstellbar. Das heißt, die Entscheidung des Kanzlers bezog sich jetzt einzig allein auf diese eine Kompanie an Panzern? Die Entscheidung, die wir Ihnen heute mitgeteilt haben, ist genau das, wie es da drin heißt, der erste Schritt oder der Schritt, in dem wir in einem ersten Schritt 14 Leopard 2 A6 Panzer der Ukraine zur Verfügung stellen. Herr Jörke. Ja, Herr Eberstreit, warum wurde denn diese Entscheidung oder Schrägstrich Ankündigung gerade jetzt gemacht oder getroffen? Warum nicht vor 4 Tagen in Ramstein? Und die zweite Frage haben Sie schon angeschnitten, die Industriebestände. Können wir davon ausgehen, dass der Vorschlag der Industrie 139, glaube ich, Stück Leo 1 und 2 zu liefern, dass auch darüber gesprochen wird oder das in Betracht gezogen wird? Also wenn Sie die Pressemitteilung genau lesen, ist ja, ich glaube, der letzte oder die letzten beiden Sätze beziehen sich darauf, wie man mit möglichen Exportanfragen, wenn sie denn konkret sind, umgehen will. Und dann ist es die Frage, erstmal, so läuft das Verfahren so ganz allgemein, nicht konkret, ich darf ja über konkrete Fragen hier nicht sprechen, aber so ganz allgemein ist es in der Regel so, dass ein Industrieunternehmen, ein Wirtschaftsunternehmen, das ein Rüstungsgut ausführen will, erstmal eine Voranfrage stellt und sagt nach dem Motto, Bundesregierung, wir würden das gerne ausführen, seid ihr grundsätzlich bereit dazu oder sollen wir davon die Finger lassen? Das ist die Voranfrage und dann gibt es, nachdem das dann konkretisiert wird, womöglich noch einen sehr konkreten, wir würden gerne in dieses Land so und so viele zu diesem Zeitpunkt liefern, seid ihr dazu bereit? Das ist dann die Anfrage. Und die werden dann behandelt werden, so wie das üblich ist in den dafür vorgesehenen Verfahren und Gremien. So, das ist vielleicht zu der Frage und da geht es ja, es braucht einen Anbieter, wenn Sie es wollen, es braucht aber auch einen Abnehmer. Also gibt es Bedarfe für gewisse Angebote der deutschen Industrie in der Ukraine, wenn es jetzt konkreter wird? Dazu kann ich hier zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen treffen. Die erste Frage ging es um den Zeitpunkt. Was ich ungern tun auf meine Worte von Montag und vergangenen Freitag und auch in den vergangenen Wochen immer wieder verweisen kann, dann war das ja, dass wir eng international koordiniert mit unseren Partnern, insbesondere mit den USA, vorgehen. Und dieses Vorgehen ist uns wichtig, und zwar deswegen wichtig, weil wir es für wichtig halten, dass die internationale Gemeinschaft die Unterstützung der Ukraine mit großem Rückhalt und nachhaltig gestaltet und die Grundlagen für diesen Schritt jetzt vorliegen. Und dann sind wir auch bereit, ihn zu gehen. Das ist keine einfache Entscheidung, das möchte ich auch noch mal sehr deutlich machen. Es geht um einen furchtbaren Krieg, der in der Ukraine tobt. Es sind aber auch schwere Waffen, die Kampfpanzer, die da jetzt seitens westlicher Verbündeter auch in die Ukraine übergeben werden. Eine solche Entscheidung macht sich niemand leicht. Und auch der Dimension dieses Schrittes, der damit verbunden ist, auch jedem klar sein. Ich gehe auch davon aus, dass das jedem klar ist. Zusatz? Ja, ganz klein. Gehe ich dann richtig in der Annahme aus, dass ausschlaggebend für diese Ankündigung oder Entscheidung das Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten war? Zu den Gesprächen, die wir mit unseren engsten internationalen Verbündeten führen oder so, sagen wir hier ja grundsätzlich nichts. Wichtig ist nochmal das Ziel und das ist das Ziel, was wir von Anfang an verfolgen und wo der Bundeskanzler auch bereit ist, das ein oder andere kritische Wort darüber zu ertragen, ist, dass wir eng international koordiniert sind, eng abstimmen mit unseren engsten Verbündeten und die jeweiligen Schritte mit großer Geschlossenheit gemeinsam gehen. Herr Kollege. Zusammen mit polnischem Fernsehen, ich möchte ein paar Details fragen. Also ich interessiere mich für Ausbildung für die ukrainischen Truppen, wenn es geht um Leopard 2 Ersatzteilen und Munition. Was ist in diesem Paket und wann endlich werden diese Leopards nach Ukraine geschickt? Also ich glaube, viel mehr als das, was Sie in der Pressemitteilung mit angelegt haben, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht mitteilen. Ich weiß nicht, ob das in den Gesprächen, in dem Pressegespräch des Verteidigungsministers oder des Bundeskanzlers noch etwas mehr an Informationen gibt. Ich verstehe Ihr Interesse. Grundsätzlich ist es so, diese Systeme müssen erstmal, muss eine Schulung, eine Ausbildung der jeweiligen Soldatinnen und Soldaten gehen.
Wir reden ja darüber, dass wir eng international koordiniert insgesamt, wenn ich das richtig weiß, 2 Bataillone aufbieten wollen. Das ist einmal, also und ein Bataillon besteht, Herr Kollatz möge es mir nachsehen, dass ich als Zivilist hier solche militärischen Details versuche nachzubeten, kann 3 oder 4, ich glaube, wir sprechen jetzt von 3 Kompanien umfassen und eine Kompanie hat 12 bis 14, in der Regel 14 dieser Kampfpanzer. Insofern sind es dann, wenn ich das jetzt richtig im Kopf zusammengezählt habe, 6 Kompanien, die von europäischen Partnerinnen und Partnern und unter anderem von Deutschland aufgestellt werden sollen. Da muss man sowohl die Ausbildung hinkriegen, man muss die Logistikkette und auch die Maintenance, also die Wartung der Geräte irgendwie sicherstellen. Das wird einige Zeit dauern, aber einen genauen Zeitraum kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Aber ja, dabei muss ich es belassen. Vielleicht kann ich vielleicht eine Frage kann ich, dazu, vielleicht, ja, vielleicht, darf ich? Ja, Herr Kollatz kann vielleicht ergänzen, okay, weil der anders als ich kennt er okay sich aus. Ein paar Hinweise geben. Also erstmal bin ich schon sehr froh, dass militärische Fachbegriffe inzwischen korrekt wiedergegeben auch sich in Pressemitteilungen des Bundespresseamtes wiederfinden. Wir vermeiden das Wort Bataillon so ein bisschen, weil das den Eindruck erweckt, es gebe da einen internationalen Standard. Ein Bataillon sind X, Y oder Z Panzer oder Gefechtsfahrzeuge. Wir haben, glaube ich, auch schon häufiger an einem anderen Beispiel deutlich gemacht, dass es nicht um Einzelfahrzeuge, um Anzahl von Großgerät geht, sondern um ein Paket, das wir der Ukraine zur Verfügung stellen wollen, um ihre Verteidigung zu stärken. Und das ist auch der Fall beim Leopard. Sie können sich in den Fragen, die Sie gestellt haben, deutlich orientieren an gleichlautenden Fragen, die wir bereits im Zusammenhang mit der Bestellung oder Gestellung des Marder hier erörtert haben. Die Ausbildung dauert in etwa gleich lang. Wir brauchen auch nur eine kurze Vorbereitungszeit, um mit der Ausbildung beginnen zu können. Das heißt im Grunde unmittelbar, vielleicht noch diesen Monat, Anfang des nächsten Monats. Und Ziel ist es, ähnlich wie beim Marder, Ende dieses Quartals dann die Ukraine in die Lage versetzt zu haben, gemeinsam mit unseren internationalen Partnern einen solchen Gefechtsverband mit X, Leopard 2 dann insgesamt, auch in die Verteidigung integrieren zu können. Das Paket umfasst, wie schon gesagt, Ausbildung. Es umfasst ein Munitionspaket, ein Ersatzteil- und Austauschteilpaket, auch eine kleine Taktikschulung. Und das insgesamt wird dann mit dem ukrainischen Personal, das noch definiert werden muss, dann die Grundlage bilden, um dieses Paket dann hoffentlich bald an die Ukraine geben zu können. Ich hoffe, das hat Ihnen für die Einordnung ein wenig geholfen. Okay, das war's. Danke. Herr Jessen. Ja, nach dem derzeitigen Überblick könnten es insgesamt etwa 80 Leos sein, die von verschiedenen Nationen an die Ukraine geliefert werden. Die Ukraine sagt, sie brauchen mehrere hundert. Wie bereitet sich die Bundesregierung darauf vor, diese erkennbare Lücke, die dann eben doch entscheidend sein kann, zu schließen? Boah, Herr Jessen. Naja. Die sind ja schon wieder 2 Kurven weiter. Also erstmal habe ich ja davon gesprochen, wir haben uns jetzt geäußert zu dem, was im Augenblick, was wir überschauen können, von europäischer Seite geliefert wird. Mag ja noch andere Partner geben, die auch noch liefern. Das Zweite ist, dass wir uns natürlich in einem kontinuierlichen Gespräch, einer kontinuierlichen auch Bewertung der Lage befinden. Und da würde ich jetzt doch massiv davor warnen, in diesen vielleicht medial-parlamentarischen Reflex zu verfallen, wenn eine Entscheidung getroffen wird, sofort die nächste zu fordern oder irgendwie zu antizipieren, sondern also diese massiven Lieferungen. Und ich will auch die 40 Schützenpanzer und das Patriot-Abwehrsystem, das wir vor 2,5 Wochen angekündigt haben, mit reinnehmen zu all dem, was auch in Rammstein von anderen Nationen und uns angekündigt worden ist. Das sind große Pakete, das sind massive Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte, der ukrainischen Verteidigung. Und die müssen zugeführt werden, die müssen vor Ort einsetzbar sein und die müssen dann auch, ich hätte fast gesagt, ihre Wirkung entfalten. Wir sollten jetzt nicht in eine
eine rhetorische Eskalationsspirale einsetzen, nur um irgendwie, das möchte ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber ich nehme Sie jetzt einfach mal pass pro toto, um doch wieder irgendwie vor einer Fernsehkamera stehen zu dürfen oder ein Interview geben zu können, dass es immer mehr und immer schneller und immer doller sein muss. Das sind alles sehr schwierige Entscheidungen, die wohl abgewogen werden müssen, auch eng miteinander koordiniert. Das macht sich niemand leicht und einfach, das habe ich schon gesagt. Und über die Diskussion darüber, die wir auch hier alle führen, die anderswo geführt wird, gibt es natürlich auch eine Wirklichkeit in der Ukraine, die gerade sehr schrecklich ist und bedrohlich und blutig und schlimm. Aber das, was da jetzt angekündigt worden ist und was in den nächsten Monaten auch dort vor Ort als Unterstützungsleistung ankommt, ist massiv und wird auch sich auswirken. Insofern würde ich das auch nicht kleinreden wollen. Es ist, wie gesagt, wir haben uns diese Entscheidung, die ganze internationale Gemeinschaft, diese Entscheidung auch in den letzten Wochen und Monaten ja sehr gut überlegt und nicht leicht gemacht. Und jetzt wird sie getroffen oder ist sie heute getroffen worden, in enger Abstimmung mit vielen internationalen Partnern. Und es ist auch ein substanzielles, ein umfangreiches Paket, wenn ich das sagen darf. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Sicher ist, und das hat der Bundeskanzler an verschiedenen Stellen, das hat die Außenministerin, das hat der Wirtschaftsminister, der Finanzminister, der Verteidigungsminister immer wieder deutlich gemacht. Wir unterstützen die Ukraine, solange es nötig sein wird. Ja, Nachfrage. Ehrlich gesagt würde es mich beunruhigen, wenn die Bundesregierung nicht immer auch zwei Kurven weiterdenken würde in ihren Entscheidungen. Die Zahlen, die ich genannt habe, die 80, das ist die Summe dessen, was derzeit aus Europa offenbar verfügbar ist. Und gleichzeitig ist die Zahl, die die Ukraine nennt, mehrere hundert, das ist aktuelle Lage. Das ist nicht übernächste Kurve, sondern die aktuelle Lage. Deswegen würde ich schon gerne wissen, wie bereitet sich die Bundesregierung vor oder was tut sie, um den aktuell angesichts der derzeitigen Lage von der Ukraine benannten Bedarf erfüllen zu können? Herr Jessen, ich habe Ihre Frage beim ersten Mal schon verstanden und würde deswegen auch auf Ihre Nachfrage die gleiche Antwort wie beim ersten Mal geben. Herr Merkel. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Dann Herr Ratz. Auch nochmal dazu, Herr Hebestreit. Welche Informationen liegen Ihnen denn vor, welche Partnerländer, wie viel Panzer da zur Verfügung stellen wollen können? Gibt es da schon entsprechende Anträge und ist die Bundesregierung jetzt quasi so in einer Art Führungsposition, um das zu koordinieren? Also ich kann und möchte auch nicht über andere Länder, das sollen die selber sagen. Wir sind in Gesprächen mit mehreren Ländern. Das ist ja ein Teil dieser Koordinierung, über die ich hier immer wieder auf einer abstrakten Art und Weise gesprochen habe in den letzten Wochen. Aber das sollen die Länder jeweils für sich selber entscheiden, wann sie mit ihren Entscheidungen an die Öffentlichkeit gehen wollen. Aber wie gesagt, wir haben ja ich soll ja nicht mal Bataillon sagen, sagt Herr Kollatz, also die Kampfverbände oder wie immer wir uns einigen, wie wir das jetzt nennen. Und die etwa die Stückzahl, die ist jetzt nicht irgendwie aus der hohlen Hand geschüttelt, sondern dieses unterlegt mit aus den Gesprächen, die wir führen. Und ich gehe davon aus, dass in den kommenden Stunden und Tagen Ihre Frage, die ich gut nachvollziehen kann, aber von dieser Stelle nicht beantworten möchte, da auch eine Antwort findet. Im umgekehrten Fall, wir fänden es auch nicht die feine Art, wenn andere Länder ankündigen würden, was wir zu tun gedenken, bevor es wir es getan haben. Zusatz? Aber Anträge diesbezüglich liegen der Bundesregierung aktuell nicht vor, also weitere über Polen hinaus? Nein, also nicht, dass ich das wüsste. Und der polnische Antrag ist, glaube ich, gestern eingegangen. Wir hatten das ja mehrfach in den letzten Tagen und Wochen, wann er denn kommt. Und dann haben wir das doch sehr zeitnah auch mitgeteilt. Insofern kann ich zum jetzigen Zeitpunkt, habe ich da keine neuen Informationen. Herr Delsch. Herr Bestreit, auch nochmal zu der Pressemitteilung. Da ist jetzt ja von den Abrams-Panzern, die ja vorher immer ein großes Thema waren, gar nicht die Rede. Das heißt, gehen Sie jetzt davon aus oder können wir das so lesen, dass die Abrams-Panzer also nicht Teil dieses Pakets sein werden oder könnte heute im Verlauf des Tages durch eine Ankündigung des US-Präsidenten dieses Paket dann noch möglicherweise erweitert werden? Dazu würde ich um diese Zeit noch gar nichts sagen, aber der Tag ist ja noch jung. Dann darf ich noch mal ganz kurz nachfragen, und zwar an Herrn Kollatz. Also der Verteidigungsminister hat ja schon gesagt, dass die Abrams-Panzer eigentlich eine zentrale Bedeutung haben nicht für das Paket, er hat einfach gesagt, die werden eine zentrale Bedeutung haben. Das heißt, Sie gehen ja dann schon davon aus, dass da
irgendwie die Abrams-Panzer eine Rolle spielen, richtig? Das würde ich so nicht teilen. Er hat für den Fall, dass es zu einer solchen Entscheidung käme seitens der Amerikaner, gesagt, dass die dann natürlich auch eine entscheidende Rolle spielen können. Herr Blank nochmal. Ja, ich hätte auch noch eine Nachfrage an Herrn Kollatz. Dieses Paket, von dem die Rede war, bei Ihnen und auch in der Pressemitteilung, also Logistik, Munition, Wartung, das wird alles komplett von ukrainischen Soldaten dann in der Ukraine logischerweise gehandelt letzten Endes. Also Sie überreichen nur ein Paket, das geht über die Grenze und damit ist für Deutschland erstmal Schluss. Oder wird Wartung auch zum Beispiel von Krauss-Maffei-Wegmann gemacht da? Und die zweite Frage in dem Zusammenhang, können Sie irgendwie eine Dimension sagen, um wie viele ukrainische Soldaten es sich denn da bei der Ausbildung handeln wird? Fangen wir mit der letzten Frage an. Die Bedienung ist bei uns auf den Online-Seiten sichtlich. Man braucht 4 Menschen, um so ein Leopard 2 zu bedienen. Dementsprechend summiert sich das auf, je nachdem, wie stark Sie eine Kompanie oder ein solches Bataillon oder besser gesagt einen solchen Gefechtsverband zusammenstellen, bewegen wir uns dann irgendwo zwischen 50 und 100 Menschen pro Kompanie und das Ganze dann aufsummiert auf die Stärke, die für so einen Gefechtsverband dann da ist. Das können Sie sich dann selbst ausrechnen. Was die Logistik angeht, bleibe ich bei meinen Worten, dass wir uns natürlich immer auch verpflichtet sehen, dass die Ukraine mit dem, was wir ihnen an die Hand geben, auch nachhaltig und langfristig im Gefecht umgehen können. Wir haben ja auch erst am Hand des Puma hier sehr breit darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man ein Gerät nicht immer bei sogenannten Bagatellschäden auch in die Industriehallen schieben muss, sondern dass man damit im Gefecht umgehen können muss. Und das gilt selbstverständlich für den Leopard 2, der darin auch aus unseren Erfahrungen heraus sehr gut geeignet ist. Und wir haben ja auch anhand der Panzerhaubitze hier schon breit darüber gesprochen, dass es da Möglichkeiten gibt, solche Instandsetzungszentren so zu dislozieren, dass sie gut unterstützbar sind. Mehr Details kann ich Ihnen aber hier nicht geben. Herr Budwig. Herr Hebestreit, inwiefern hat denn den Kanzler bei dieser Entscheidung der Gedanke geleitet, dass eben aufgrund der deutschen historischen Verantwortung dort an der Front nicht nur deutsche Panzer stehen sollen, sondern eben auch britische und amerikanische? Ich würde da jetzt nicht über die Motivlage so en Detail spekulieren wollen. Ich glaube, dem Bundeskanzler war es von Anfang an wichtig, und das haben wir ja immer wieder deutlich gemacht, dass das eine enge, international koordinierte Abstimmung ist und dass wir jeden Schritt, den wir gehen, mit möglichst großer Geschlossenheit und gemeinsam gehen. Und da sind die Grundlagen jetzt dafür da. Und deswegen kann man diesen Schritt auch verantworten. Aber über einzelne Beweggründe habe ich mit ihm so detailliert nicht gesprochen, dass ich Ihre Frage sinnvoll beantworten könnte. Ich verstehe Ihren Impuls. Aber wenn Sie die Gelegenheit irgendwann haben, ihn dazu zu befragen, ich weiß es nicht. Herr Rinaldi. Herr Hebestreit, Sie haben ja als Grund jetzt für die Änderung quasi der Haltung aufgeführt, die internationalen Gespräche, die Gespräche mit den Partnern, die gibt es jetzt schon länger, also die gibt es jetzt schon seit Beginn des Krieges. Was hat jetzt den Unterschied gemacht letztlich? Ich dachte, das sei klar. Dann versuche ich es nochmal. Also wir haben ja gesagt, dass wir jeden auch so qualitativ neuen Schritt, das war im Frühjahr die Lieferung der Panzerhaubitze, also schwerer Artillerie und des Flugabwehrpanzers Gepard. Das war im Sommer der Mehrfachraketenwerfer Mars oder die amerikanische Version der HIMARS. Das war vor wenigen Wochen die Entscheidung, auch jetzt westliche Schützenpanzer zu liefern. Und das ist auch jetzt die Entscheidung, mit dem Kampfpanzern jetzt nochmal eine weitere Kategorie an die Ukraine zu übergeben und dass man das international koordiniert und in großer Geschlossenheit tut. Und wenn ich das so sage, scheinen die Grundlagen, die es dafür braucht, gegeben zu sein, ohne dass ich sie von dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt umfänglicher beschreiben können will. Das heißt im Umkehrschluss, dass die am Freitag noch nicht gegeben waren, dass da zwischen Freitag und heute dann was passiert ist? Der Schluss liegt nahe, ja. Herr Gavrilis? Mal eine Verständnisfrage, warum ausgerechnet jetzt entschieden wurde, dass man sich, dass man Leopard 2 A6 liefert. Warum der A6? Nehme ich gern die Frage. Es geht um Nachhaltigkeit und zwar auch so, dass man sie seitens der Bundeswehr am besten unterstützen kann. Und der 2 A6 in der Version, die wir haben, bildet deutlich mehr als die Hälfte des Bestandes der Bundeswehr und ist insofern am besten zu handhaben, auch für uns. Aufwand, ja.
Gibt es denn dann aus Sicht des Verteidigungsministeriums, aus Sicht der Bundeswehr, sind denn noch genug da im Bestand für den Verteidigungsfall? Auch hier kann ich nur auf das rekurrieren, was ich bereits sehr oft gesagt habe, dass Großgerät der Bundeswehr nicht einfach so da ist, sondern gebraucht wird. Das hat der Minister auch eben in seinem Statement angesprochen. Es handelt sich hier um einen Eingriff in den Bestand der Bundeswehr. Das hat natürlich Folgen. Sichergestellt ist, dass wir unsere Bündnisverpflichtungen wahrnehmen können, dass zum Beispiel VJTF aktuell oder NRF nicht in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt ist. Die Fähigkeiten, die wir der NATO gegenüber anzeigen, bleiben auf jeden Fall aufrechterhalten. Aber natürlich müssen wir zum Beispiel in der Ausbildung am Panzer ein wenig schauen, wie wir das umorganisieren. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Gefüge und auf Prozesse in der Bundeswehr. Sie sind aber handhabbar. Und am leichtesten handhabbar sind sie eben mit dem Leo 2A6. Der ist ja auch nicht nur in Deutschland vorhanden, sondern auch in anderen Nationen. Auch ich werde keine einzelnen Nationen nennen, aber Sie können ja mal recherchieren. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schwer. Herr Kollege. Aber darf ich kurz noch einen Zusatz machen? Weil der Punkt ist ja nicht trivial. Deswegen sind diese Entscheidungen ja so schwierig, weil wir immer wieder auch abwägen müssen, wir unsere eigene Landes- und Bündnisverteidigung im Blick haben müssen. Das heißt, wir können nicht Listen durchgehen und sagen, wir haben so und so viel Kriegsgerät und deswegen können wir davon 10% oder 5% oder 20% abtreten. Man muss immer wieder gucken, was das für die eigene, was für die Bundeswehr, was für den tagtäglichen Betrieb und die Einsatzfähigkeit bedeutet. Und das ist eine Abwägung und die ist sehr verantwortbar zu leisten. Deswegen dauern Prozesse auch länger, als man sich das manchmal kommentarmäßig wünschen würde. Aber dafür muss man hinterher auch dafür gerade stehen, dass es trotzdem, auch wenn man solches Gerät abgibt, alles andere noch weiter funktionieren kann. Herr Jung nochmal. Ich mache es schnell. Herr Kollatz, da der Verteidigungsminister unter anderem Portugal erwähnt hatte, haben Sie einen Überblick, welche Länder Leopardpanzer und oder Ersatzteile dafür zur Verfügung stellen wollen? Und Herr Hebestreit, gab es schon eine Reaktion aus Moskau gegen Kanzleramt? Fange ich mal an. Ich habe für Sie hier jetzt keinen Überblick, weil ich dann ja einzelne Staaten benennen müsste. Wir befinden uns schon seit einiger Zeit heute und morgen in geheimtagenden Abstimmungen genau zu diesem Punkt. Und sicherlich werden die Länder sich melden, wenn sie hier zu der Gemeinschaft beitragen werden. Denn das ist natürlich etwas Gutes, was es auch seitens der Länder dann jeweils sehr schnell zu kommunizieren gibt. Herr Jung, zu Ihrer Frage. Mir lag noch keine eigene Äußerung vor. Ich habe jetzt gerade Agenturmeldungen gesehen mit einem Zitat des russischen Botschafters in Berlin, aber das kann ich nur der Agentur entnehmen und dadurch kann ich mich darauf nicht wirklich stützen. Insofern nehme ich das zur Kenntnis. Herr Mecker. Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen unbedarft bin, A4, A5, A6, das waren bis vor kurzem für mich süddeutsche Pkw-Modelle. Aber man liest ja immer, dass die verschiedenen Staaten auch unterschiedliche Zustände liefern. Ich glaube, bei den Polen sind es jetzt die A4, von A5 war auch mal die Rede. Jetzt mal an Sie gefragt, Herr Kollatz, als Fachmann, es heißt ja auch immer, da gibt es sehr große Bedienunterschiede. Ist das denn zu gewährleisten, dass dann, wenn dann jetzt so ein Sammelsurium von verschiedenen Zuständen in die Ukraine geliefert wird, dass das dann auch zu fähigen Verbänden zusammengestellt werden kann? Genau darauf läuft es hinaus, im Gespräch mit unseren Partnern, auch mit der Industrie, zu einem Paket zu kommen, das handhabbar ist. Das betrifft auch Versionsstände, Kompatibilitätserfordernisse. Und da ist es natürlich besser, wenn ein Verband, der zur Verfügung gestellt wird, inklusive Ausbildung und Ersatzteilen und allem, was ich ansprach, eben nur aus zum Beispiel einer Version besteht. Dann kann man die Logistik für diesen Verband auch auf diese Version konzentrieren. Und da ist es eben denkbar, dass ein Verband aus einer Version besteht und ein anderer wiederum aus rein einer. Dieses zu mischen wäre sicherlich nicht die beste aller denkbaren Lösungen. Aber darum geht es genau. Den Punkt haben Sie richtig beschrieben. Unser Ziel ist es, international abgestimmt, uns genau darauf zu konzentrieren, handhabbare und im Gefecht kriegstaugliche Lösungen anzubieten. Herr Dels nochmal. Ja, nochmal eine Wissensfrage. Jetzt klingt es in der Pressemitteilung so, also eine Frage an Herrn Kollatz, sorry, dass das Training eigentlich schwerpunktmäßig in Deutschland stattfindet. Ist das so? Also hat da sozusagen Deutschland eine Art Führungsfunktion jetzt beim Training oder wird das auf die Länder verteilt?
Ja, wir haben ja uns auch international schon zusammengefunden zu Trainingsgruppen, möchte ich das mal nennen, für den Leopard ist es ähnlich wie beim Marder. Wenn wir das Gerät bereitstellen, übernehmen wir auch idealerweise an dem Gerät, was dann auch mitgenommen wird, die Ausbildung des ukrainischen Personals. Und das betrifft nicht nur die Gefechtsfahrzeuge selbst, sondern auch die Logistik, die Instandsetzung, die Munitionshandhabung und alles, was zu dem Paket dazugehört. Das kann man auch woanders machen, aber sinnvollerweise und der Geschwindigkeit geschuldet, macht man es dort, wo sich das Gerät sowieso befindet. Gut, das heißt, es ist so, also jedes Land, das Leoparden stellt, würde denn auch bei sich wahrscheinlich das Training durchführen an diesem Gerät? Ja, für unsere 14 sage ich das jetzt mal wie es für die anderen ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Herr Blank nochmal? Das hatte sich damit erledigt, Karin. Okay. Dann kommen wir zu anderen Themen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Ich muss wirklich um 14 Uhr Schluss machen. Herr Jessen. Ja, ich versuche es schnell zu machen. In der Top-1-Liste steht drin ein Konzept zur Erhöhung des Anteils von Menschen mit ostdeutscher Herkunft in Führungspositionen. A, was bedeutet das? Wie sieht dieses Konzept aus? Und B, haben Sie einen Überblick, Herr Hebestreit, wie viele es derzeit sind, absolut oder anteilig? Herr Jessen, da würde ich Sie bitten, bei Thilo Jung noch mal nachzuspulen. Das war der zweite Punkt, den ich hier vorgetragen habe am Anfang über das Konzept. Aber ich kann Ihnen gucken, ob ich die Liste der genauen Aufstellung dabei habe und Ihnen mitteilen kann. Aber ansonsten habe ich über das Bundeskonzept zur Steigerung des Anteils von Ostdeutschen in Führungspositionen in der Bundesverwaltung vorgetragen. Und ich habe hier eine Aufstellung. Oberste Bundesbehörden, da sind es insgesamt, und zwar geht das vom Staatssekretär von der Staatssekretärin bis runter zur Referatsleiterin zum Referatsleiter. Berlin, also nein, insgesamt Westdeutschland ohne Berlin 42, Ostdeutschland ohne Berlin 4 und Berlin Ost und West, das wird zusammengezählt, 10. Also wir haben 10 versus oder 14 mit Berlin versus 42 Westdeutschland. Da muss man allerdings, das hat der Ostbeauftragte auch heute im Kabinett zur Erheiterung aller kurz, ich überlege, ob ich das überhaupt hier sagen darf, jetzt mache ich es einfach, bekannt gegeben. Es hat einen statistischen Effekt. Die ostdeutsche Herkunft wird anhand des Geburtsortes ermittelt. Und die Bundeskanzlerin AD wäre da nicht drunter fallen, weil sie den Geburtsort Hamburg hat. Also es gibt da noch gewisse Unschärfen an der Stelle. Aber das ist so masso menos das, welchen Stand wir im Augenblick haben. Danke für die Präzisierung. Gibt es eine Zielmarke, bis wann welcher Anteil erreicht werden soll? Ich glaube nicht. Ich glaube, man sagt einerseits, dass es sich erhöhen soll. Und das Zweite, was ich vorgelesen habe, ist, dass man sich am Ende der Legislaturperiode eine Zwischenbilanz ziehen will, um zu sehen, ob diese Maßnahmen ihre Wirksamkeit, die man sich davon erhofft, auch erzeugen. Herr Budwig mit einem neuen Thema. Ich habe eine Frage an das BMI und Herrn Kall. Herr Kall, seit Dienstag gibt es ja den sogenannten Sportvereincheck. Können Sie uns noch mal sagen, was die Beweggründe für dieses Projekt waren und wie man denn an diese 40 Euro, die es dafür gibt, kommt? Ja, sehr gerne. Beweggründe ist ein schönes Wort dafür, weil es ja um Bewegung geht und darum, Menschen nach der Pandemie wieder in Bewegung zu bringen. Das kommt aus dem Restart-Programm für den Neustart des Sports nach der Corona-Pandemie. Dafür hatte der Deutsche Bundestag 25 Millionen Euro bereitgestellt und diese Vereinsgutscheine über jeweils 40 Euro, davon gibt es über 100.000 Stück, die genaue Zahl steht in unserer Pressemitteilung von Dienstag, die sollen eben gerade dazu dienen, Menschen wieder in Sportvereine zu locken. Es sind viele ausgetreten während der Pandemie. Und gerade in Zeiten der Krise, die viele ja auch in ihren Portemonnaies spüren, ist das eine Hilfe dabei, wenn es darum geht, ob man die 10 Euro im Monat für den Fußballverein zahlt oder nicht. Und soll eben genau, wie gesagt, dazu dienen, Menschen dort wieder in Bewegung zu bringen und die Sportvereine nach der Pandemie wieder zu stärken. Und das gibt es unter der Domain, soweit ich weiß, www.sportnurbesser.de. Und sind das nur Vereine, die unter dem Dach von irgendwelchen Sportbünden organisiert sind kann das für alle Vereine genutzt werden, Sportvereine? Ich denke, für alle Sportvereine, da gibt es ja eine riesige Vielfalt, was Sportarten angeht. Und es ist ein gemeinsames Programm mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, wo ja auch letztlich fast alle Sportarten organisiert sind.
Herr Ratz dazu? Auch an Herrn Karl, aber anderes Thema. Gibt es noch Fragen zu den Sportvereinen, Herr Jung? Ja, zu dem Sportverein, Herr Karl, der DFB. Da wurde ja die Gemeinnützigkeit letzte Woche, also wurde bekannt, dass die Gemeinnützigkeit für 2014 und 2015 aberkannt wurde, dass der DFB hohe Millionenstrafen zahlen muss. Begrüßt das BMI diese Entwicklung aufgrund der nachgewiesenen Fehler des DFB und wird sich das BMI notfalls finanziell bei der Rettung des DFB beteiligen? Dazu reiche ich gerne eine Antwort nach. Dann machen wir weiter mit Herrn Jolper. Ja, Herr Hebestreit, die Bundesregierung hat sich, glaube ich, Mitte Januar war das, besorgt gezeigt über den Gesundheitszustand von Alexei Nawalny im Gefängnis. Gibt es denn vielleicht Bemühungen, den russischen Oppositionspolitiker frei zu bekommen? Ich erinnere da an die Geschichte vor 10 Jahren, wo ein bekannter deutscher Politiker es geschafft hat, den Herrn Khodorkovsky aus dem Lager zu befreien. Es tut mir leid, da kann ich von dieser Stelle gar nichts zu beitragen. Frau Lindner, mit einem neuen Thema. Ja, genau, neues Thema. Frage an das Innenministerium. Es geht um die Causa Hans-Georg Maaßen. Mich würde interessieren, wie viel Geld Hans-Georg Maaßen im Moment bezieht und auch wie sein beamtenrechtlicher Status im Moment ist. Ja, Frau Lindner, Herr Maaßen ist bekanntermaßen Ruhestandsbeamter, also ein Bundesbeamter im Ruhestand. Und als solcher bezieht er, wie jeder andere Bundesbeamte im Ruhestand auch, Versorgung auf Grundlage des Beamtenversorgungsgesetzes. In welcher Stufe er war, das ist alles gesetzlich geregelt. Das können Sie insofern nachsehen und den Tabellen entnehmen. Ja, in welcher Stufe ist er denn? Also nach meinem Wissen als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz war der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz wird mit B9 besoldet. Das ist auch gesetzlich geregelt. Aber darüber hinaus, was alles auf das Ruhegehalt angerechnet wird und all das, das sind Einzelfragen zu einer einzelnen Personalie. Und die können wir wie immer nicht von hier aus beantworten. Dann habe ich noch Herrn Gavrilis mit einem neuen Thema. Ist das richtig? Ja, eine Frage ans BMWK. Und zwar das Bauministerium hatte heute die Neubauförderung vorgestellt. Sie sind ja für die Sanierung im Bestand zuständig. Da war für dieses Jahr eine Fördersumme von insgesamt 13 Milliarden Euro ausgeschlagen. Können Sie sagen, wie viel davon bereits abgerufen wurde? Für dieses Jahr, für 2023, weil ich meine 22 sicherlich, oder? Sowohl als auch? Also die Zahl habe ich jetzt nicht hier, die kann ich sicherlich nachreichen. Also 23 glaube ich nicht, dass wir da schon eine Zahl haben. Für 22 können wir die Zahl sicher nachreichen. Danke. Dann kommen wir zurück zu Herrn Ratz. Danke. Frage an Herrn Kall. Es gab heute Vormittag beträchtliche Störungen weltweit im Internet. Die Frage war, die Bundesregierung, also unter anderem auch bei Microsoft Teams, war die Bundesregierung in irgendeiner Weise davon betroffen und liegen Ihnen Hinweise auf einen Cyberangriff vor? Ja, Herr Ratz, das BSI hat aktuell verschiedene Aufrufe erst einmal zu DDoS-Angriffen gegen Ziele in Deutschland beobachtet und beobachtet möglicherweise auch einzelne aktuelle DDoS-Angriffe. Der Umfang und die Urheberschaft dieser Angriffe wird aktuell geklärt. Dann Frau Kollegin, bitte. Gries Haber von AP, hallo. Ich wollte fragen, in der Ukraine gab es ja jetzt mehrere Korruptionsvorfälle und in der Regierung, ob die deutsche Regierung da irgendwie von der ukrainischen Regierung aktive Schritte in letzter Zeit zur Bekämpfung der Korruption gefordert hat? Wir gucken uns beide an und sind beide sprachlos, das muss ich nachreichen, tut mir leid. Okay. Dann hatte ich noch Herrn Delfs auf dem Zettel. Hat sich erledigt? Herr Jessen? Ja, Finnland erwägt anlässlich oder angesichts des türkischen Widerstands gegen eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens, einen Alleingang oder nicht Alleingang, sondern alleine die Mitgliedschaft zu beantragen. Wie bewertet die Bundesregierung das und sehen Sie irgendwelche Schwierigkeiten, Finnland auch bei Solo-Antrag aufzunehmen?
Also Herr Jessen, wir haben da die sozusagen unterschiedliche Verlautbarungen aus Finnland natürlich zur Kenntnis genommen, aber es bleibt natürlich erklärtes Ziel der Bundesregierung, dass Schweden und Finnland zeitnah gemeinsam der NATO beitreten. Das war von Anfang an ja sozusagen das Signal, das auch vom NATO-Gipfel in Madrid ausgegangen ist, und daran halten wir weiterhin fest. Wenn der gemeinsame Beitritt, das ist ja die Lage im Moment, daran zu scheitern droht, dass die Türkei Schweden ein Veto gegenüberstellen will, was tut die Bundesregierung, um dieses Ziel dann doch des gemeinsamen Beitritts zu realisieren? Üben Sie Druck aus oder sprechen Sie mit der Türkei, oder welches sind die Maßnahmen über den Wunsch hinaus? Also wir haben erstmal natürlich zur Kenntnis genommen, dass die Gespräche dieses sogenannten trilateralen Gesprächsmechanismus, ne, das ist ja sozusagen das Format, in dem Schweden und Finnland und die Türkei miteinander sprechen, seitens der Türkei ohne Termin verschoben worden ist. Aber das haben wir ja hier auch schon öfter mal ausgeführt, wir sind nicht Teil dieser Gespräche, aber natürlich würden wir es natürlich begrüßen, wenn diese Gespräche rasch wieder aufgenommen werden. Und in der Tat sind wir dazu mit allen beteiligten Partnern im Gespräch und auch mit der Türkei. Bitte schön. Aus Sicht der Bundesregierung hat Schweden die Forderung der Türkei, die in diesem Memorandum aufgeschrieben worden sind, erfüllt, wenn man die letzten Ereignisse in den letzten Wochen betrachtet? Also aus unserer Sicht ist klar, dass Schweden und Finnland substanzielle Schritte unternommen haben, um die Vorgaben, die da in Madrid vereinbart worden sind, zu erfüllen und dieses trilaterale Memorandum zwischen Schweden, Finnland und der Türkei umzusetzen. Deshalb habe ich ja eben auch nochmal die Erwartung formuliert, dass dieser Beitritt kommt und auch ohne weitere Verzögerung ratifiziert wird. Und zu den jüngsten Vorfällen, da hatte ich mich ja schon, ich glaube, bei der letzten REC-PK am Montag ausführlich eingelassen, wie unsere Haltung das ist. Herr Gavrilis? Herr Wagner, rechnen Sie denn damit, dass die Türkei sich noch vor den Wahlen in der Türkei dazu verhält? Weil Sie gesagt haben, zeitnah, also es wäre Mitte Mai. Passt das in Ihre Zeitrechnung? Also ich habe keine eigene Zeitrechnung, aber ich habe sozusagen die Haltung und Erwartung der Bundesregierung jetzt formuliert. Und dabei bleibe ich auch. Und wie gesagt, dazu sind wir mit allen Partnern im Gespräch und eben auch mit der Türkei. Herr Jung, dazu? Die Türkei ist ja nicht der einzige NATO-Mitgliedstaat, der die beiden Mitgliedschaften noch nicht ratifiziert hat. Das ist auch Ungarn. Wie erklären Sie sich, dass Ungarn auch blockiert, beziehungsweise es noch nicht getan hat? Und was tun Sie dagegen? Also in meiner Erinnerung, aber vielleicht trügt mich auch meine Erinnerung, hat Ungarn zumindest angekündigt, dass sie ratifizieren werden. Aber ich reiche da gerne nochmal nach, was da der aktuelle Stand ist. Ja, das haben sie getan. Aber die Regierungskoalition von Herrn Orbán setzt das einfach nicht auf den Tagesordnungspunkt des Parlaments. Also das hat Orbán ja in der Hand. Wissen Sie da mehr? Wie gesagt, das, was ich dazu sagen kann, habe ich gesagt. Und das ist an Ungarn zu ratifizieren. Und nochmal, der Wunsch und die Haltung der Bundesregierung ist, dass diese beiden wichtigen Partner, die ja die NATO auch stärken, möglichst bald und rasch Mitglied der NATO auch dann voll werden. Damit sage ich Dankeschön für diesen Mittwochmittag. Und wie gesagt, um 14.15 Uhr geht es weiter mit dem Minister für Wirtschaft und Klimaschutz.
answer.